Dieses Video ist entstanden mit der freundlichen Unterstützung von Cevdesk. Wenn du mehr über Cevdesk erfahren willst, dann schau das Video bis zum Ende und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. Dubai von oben ist immer noch der schönste Anblick, den man von der Stadt eigentlich bekommen kann. Und zum Glück gibt es nach wie vor auch einige frei zugängliche Gebäude, die man besuchen kann, wie zum Beispiel das Four Points bei Sheraton Hotel. Die haben oben eine frei zugängliche Dachterrasse, wo man was essen kann, wo man was trinken kann. Leider sind dort die Preise etwas teurer, aber wenn man einmal den Ausblick gesehen hat, dann vergisst man das wieder relativ schnell und konzentriert sich auf die Fotografie. Wir sind dort zum Sonnenuntergang hochgefahren und haben sowohl den Sonnenuntergang an sich als auch die blaue Stunde fotografiert. Der Platz dort ist etwas trickreich, denn man hat einige Probleme, seine Stative vernünftig aufzustellen durch diese hohe Balustrade. Deswegen konnten immer nur ein bis zwei Fotografen quasi gleichzeitig fotografieren. Aber mit ein bisschen Trickserei konnten dann doch alle trotzdem ihre Kamera irgendwie bedienen. Und wir haben jeder ein richtig tolles Foto erwischt. Dann war aber der Abend natürlich noch nicht vorbei, sondern wir sind runtergefahren und sind ins Taxi Richtung Business Bay gestiegen. So Leute, wir sind jetzt hier Dubai Business Bay und wir wurden gerade eben schon, als wir unter der Brücke waren, von den Securities, ich würde nicht sagen vertrieben, weil sie waren echt nett, aber sie haben halt gesagt, ja, hier so große Gruppe, Stative, ist schwierig, ist also nicht erlaubt. Haben wir gesagt, okay, Stative packen wir weg und jetzt gehen wir halt hier so ein bisschen einzeln rum. Hier gibt es unglaublich viele Ecken, wo man fotografieren kann, also wir haben hier die Skyline von Dubai hier mit dem Burj Khalifa zusammen und hier im Vordergrund haben wir jetzt hier einen richtig coolen Yachthafen nochmal und wenn man das kombiniert und dazu noch die Spiegelung in dem Wasser hat, weil das Wasser ist wirklich sehr, sehr ruhig gerade, dann bekommen wir hier richtig coole Shots hin. Wie gesagt, wir haben uns die Gruppe so ein bisschen aufgeteilt. Hier gibt es immer so kleinere Spots, wo man wirklich so ein Tischstativ oder so aufbauen kann. Wenn man sich dann so ein bisschen davor stellt, ein bisschen breiter macht, so, dann sieht man das ja auch nicht und deswegen ist jetzt auch alles cool mit der Security hier und wir können richtig coole Bilder machen. Wir gehen jetzt mal noch ein Stück weiter nach hinten, denn ich möchte noch mal gucken, ob man da auch noch einen Spot findet, wo der Yachthafen nicht im Vordergrund ist, weil ich da noch so ein kleines Panorama von der Skyline vielleicht machen will. Also das ist zumindest die Idee. Mal schauen, ob das Ganze funktioniert. Ich weiß es nicht, weil dort hinten war ich ehrlich gesagt noch nie. Und auch dieser Bereich hier ist noch relativ neu für mich.
Das letzte Mal, als ich da war, gab es zwar zumindest schon den Yachthafen, aber die bauen hier so schnell alles hinterher, das ist unglaublich. Es sieht immer wieder anders aus, wenn man in Dubai ist. Ja, nicht ganz so geil, wie ich gedacht habe, weil das Problem ist, dass wir sowohl rechts als auch links jetzt hier Hausboote bzw. Yachten zu stehen haben. Das heißt, sie verdecken so ein bisschen die Sicht. Und außerdem ist der Burj Khalifa auch an der Stelle jetzt hier fast bis oben hin verdeckt. Also doch nicht so geil, wie ich dachte. Vielleicht gehen wir nochmal woanders hin. Alter Schwede. Also ganz ehrlich, so eine Yacht ist schon mega krass. Das ist schon ein bisschen rumgeprotze so, aber was schätzt du, wie viel die wert ist? Also ich würde mal behaupten, 5 Millionen. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja? Zwischen 5 und... Das ist schon ein mega krasses Teil. Aber so ein Ding kaufst du dir halt dann halt mit Koch, mit Bootsführer und mit Servicepersonal wahrscheinlich noch. Ich glaube nicht, dass du das Ding alleine fährst. Ja, und Liegeplatz in Dubai. Allein der Liegeplatz wird wahrscheinlich so pro Jahr 100.000 Euro kosten. Was schätzt du, wie teuer diese Yacht ist? 2-3 Millionen oder so? 2-3? Wir haben jetzt 5 gesagt. Schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr schätzt, wie teuer diese Yacht ist. Da wäre ich echt mal gespannt drauf. Ich kenne mich mit Booten überhaupt nicht aus. Mein Tipp, 5 Millionen Euro, aber ihr schreibt mal unten bitte in die Kommentare, was ihr vermutet. Mega geil. Und dann einfach mal dieses Skyline im Hintergrund. Also einen besseren Liegeplatz kann man eigentlich nicht haben. Nochmal vielen Dank an Safdesk für die Unterstützung dieses Videos. Safdesk ist eine Online-Buchhaltungssoftware, welche dir deine Buchhaltung extrem vereinfacht und deine Belege digital abspeichert. Dazu habe ich ein gesamtes Video erstellt, welches ich dir oben nochmal verlinke.